Seit 7 Jahren gibt es mittlerweile das Atelier in der Hartstraße 37. Das ist auf dem Gelände, wo auch der Tempel sich befindet. Hier sind die zwei freischaffenden Künstler Sylvia und Henk van de Poel tätig, die wir euch heute vorstellen möchten. Sylvia van de Poel und Henk van de Poel haben hier zusammen sich einen Traum erfüllt. Sie haben sich ein Atelier erschaffen, in dem sie Unterricht geben in Fotografie und Malerei und auch ihre eigenen Werke realisieren. Silvia, wie genau hat alles angefangen bei dir? Wie bist du dazu gekommen zur Malerei an sich? Was hat dich fasziniert und wie hast du deine Träume in diesem Raum umgesetzt? Ich habe nach dem Studium mich zuerst mal an einer Kunstschule als Dozentin beworben, wo ich auch aufgenommen wurde und ein paar Jahre unterrichten konnte. Und hatte dieses Atelier aber noch nicht zur Verfügung und habe lange zu Hause in kleinen Räumlichkeiten eben meine Werke produziert, sowohl Malerei als auch Bildhauerei. Neben dem Unterricht, auf den wir nachher noch zurückkommen möchten, ist es dir ja auch sehr wichtig, dass du genug Zeit hast, auch noch deine eigenen Sachen zu entwickeln und dich zu verwirklichen in deinen eigenen Sachen. Und vielleicht möchtest du uns ein paar von deinen Werken vorstellen. Grundsätzlich ist es so, dass ich, wenn ich für mich arbeite, dass ich meine Bildträger selber herstelle. Das sind ganz einfache Spanplatten eigentlich, über die Also ich dann. Bildträger heißt dann wirklich von Anfang an, du schaffst ja die ganze Fläche selber, auf Ja, der du arbeitest und genau. dann auch noch mit der du arbeitest. Genau, ja. Dann überziehe ich das mit Jute und mit einem alten Stück Leim wird das überzogen. Und dann stelle ich meistens einen Kreidegrund her, mit dem es auch weiß getüncht wird. Das bekommt dadurch so eine etwas rauere Oberfläche, die dann die Farbe, die ich selber zum großen Teil herstelle, auch recht gut absorbiert. Das ist jetzt eine ganz spezielle Technik, die habe ich nicht bei allen Bildern angewandt. Die ist sehr, sehr aufwendig. Das dauert ungefähr ein halbes Jahr, bis sowas fertig ist auch. Es werden ganz, ganz viele Farben lasierend in unterschiedlich großen Flächen aufgetragen. Und man kann es letztendlich auch erkennen, mit welchen Pigmenten ich gearbeitet habe. Es muss dann sehr gut durchtrocknen und ein Teil, wenn es durchgetrocknet ist, ein Teil dieser Farbe wird dann auch wieder abgenommen, abgerieben sozusagen. Und es muss nochmal durchtrocknen und dann arbeite ich zum Beispiel diese Köpfe mit einem Art Ruß, den früher auch die alten Meister verwendet haben, werden die Köpfe geschaffen oder erschaffen. Und den Ruß und die Farben und das alles stellst du wirklich Den Ruß tatsächlich stelle ich dann selber nicht mehr her? selber her, den kann man heutzutage fertig kaufen. Früher hat man, dadurch, dass man die Kamine ausgekratzt hat, hat man den Ruß verwendet. Und ich habe es heute in einer flüssigen Form schon zur Verfügung und arbeite mit ganz dicken Rohrfedern, mit Bambusfedern arbeite ich dann diese Köpfe, diese Gesichter drauf. Wenn ich so großformatig arbeite, stelle ich aber sehr viele kleine Entwürfe erstmal her. Das ist eine minutiöse Arbeit. Anhand dieser kleinen Arbeiten suche ich mir dann ja einfach ein paar aus, je nachdem, ob ich jetzt zwei Köpfe zusammenbringen möchte oder eben nur ein Porträt zum Ausdruck bringen möchte und vergrößere das eben dann freihand. Du hast erwähnt, dass du deine Farben auch selber herstellst und vielleicht erklärst du uns noch, wie du genau mit diesen Mitteln umgehst und wie die verschiedenen Entstehungsprozesse sind bei deiner Ja. Arbeit. Ja, also es ist so, dass ich auch, man kann es sehen, es ist sichtbar, dass ich auch fertige Ölfarben zum Teil verwende, dass ich aber auch über sehr viel Pigmente verfüge. Da unten stehen welche, auch drüben im anderen Raum sind Pigmente zur Verfügung. Und alle Bilder sind auf Ölbasis hergestellt. Das heißt, die Pigmente werden eigentlich nur angerieben und werden dann mit einem Ölträger, mit Leinöl meistens, wenn ich sehr viel Zeit zur Verfügung habe, mit Leinöl angereichert. Hier sieht man zum Beispiel sehr viel. Da ist sehr viel mit Steinpigmenten, mit Basalt gearbeitet. Alles, was hier so schwarz oder dunkel ist, das sind alles ist Basaltgestein zum Teil. Ist auch teilweise Ruß verwendet, aber auch Basalt. Hast du dir dabei so eine eigene Technik auch entwickelt, dass du gesagt hast, okay, also ich denke, es dauert sowieso sehr lange, bis man das alles so rauskriegt, diese Farben zu mischen oder herzustellen, aber hast du da irgendwie so ein spezielles Rezept selber, wie du noch damit umgehst oder die Farben herstellst, oder ist das einfach so, dass du es mittlerweile so alles aus dem Gefühl machst und Ja, es ja, bedarf natürlich improvisierst? sehr viel Erfahrung. Also die Erfahrungswerte sind, glaube ich, auch für ein Künstlerdasein unglaublich wichtig. Ich lerne nie aus und ich glaube, das macht aber auch mein ganzes Leben aus oder unser aller Leben, dass wir halt
ein Leben lang lernen. Wir sind Lehrlinge ein Leben lang. Das wird nie aufhören. Und auch in der bildenden Kunst, auch wenn man ein Studium absolviert hat, das ist eigentlich noch das Geringste. Man braucht sehr viele Jahre, doch Jahrzehnte hinterher, in denen man sich weiterentwickeln kann dann. Und ich merke das auch, man kann das vielleicht auch an meinen Bildern erkennen, wenn man mal so durch die Räumlichkeiten durchgeht und die Bilder mal ein bisschen in Betracht zieht. Es ist auch da eine Entwicklung zu erkennen, von mehr den realistischen Bildern bis hin zur Abstraktion. Neben deinen eigenen Werken, die aus dir selber entstehen, machst du ja auch Auftragswerke für Kunden oder für interessante Kunstliebhaber. Wie sieht das dann aus, wenn jemand jetzt zum Beispiel zu dir herkommt und sagt, okay, ich habe eine Vorstellung von einem Bild und ich möchte gerne, dass du das umsetzt? Ja, wenn das so einfach wäre, wie du das gerade erwähnt hast, dann wäre das super schön. Meistens ist es nicht so einfach. Die Menschen, die zu mir kommen, der vorletzte Auftrag war zum Beispiel in einer ganz besonderen Weise auch geschehen. Diese Menschen kamen zu mir und hatten ein wunderschönes Haus gekauft und wollten auch Kunstwerke, also Malereien, in diesem Haus herbergen, aber sie hatten eigentlich überhaupt keine Vorstellung. Sie haben mich dann zweimal eingeladen und anhand dieser Einladung konnte ich mir natürlich dann auch ein Bild machen, habe sehr gute Eindrücke mit nach Hause genommen, habe mich dann hingesetzt und eine Mappe hergestellt mit sehr, sehr vielen oder facettenreichen, unterschiedlichen Entwürfen, sehr kleinen Entwürfen und habe die Mappe die beiden eben sehen lassen und anhand dieser Mappe konnten sie sich dann auch endlich entscheiden oder haben sich Entscheidungen getroffen und haben sich dann mehrere verschiedene Werke daraus auch ausgesucht. Hier im Atelier wird ja auch unterrichtet, wie man hier schön sehen kann. Wir sind heute richtig reingeplatzt in eine Unterrichtsstunde oder einen Unterrichtstag. Vielleicht möchtest du uns auch erklären, wie genau ihr hier vorgeht mit dem Unterricht. Welche Leute sprecht ihr an? Wer kommt hierher zum Lernen? Und was können die Menschen hier beigebracht bekommen? Henk und ich, wir unterrichten an zwei Tagen während der Woche, mittwochs und donnerstags, vormittags und abends. Und die Menschen, die hierher kommen, das ist eigentlich auch ein ganz breites Gefälle vom Alter her. Also so von 10, 15 Jahren ab bis 80. Es könnte auch noch weitergehen, wenn die Menschen Lust haben, hier zu arbeiten. Unterrichtet kann alles werden in allen Mal- und Zeichentechniken. Mhm. Wobei es letztendlich nicht dahin driften soll, dass es meine Handschrift ist, was meine Leute hier, die hier arbeiten dürfen, praktizieren, sondern jeder schafft sich seinen eigenen Bereich und bringt das eben, was er im Inneren trägt, wirklich auf der Leinwand zum Ausdruck.